Hallo liebe Freunde des Handpuppenspiels, ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt bei mir, hier auf meiner YouTube-Plattform. Und der Grund dessen lässt sich aus dieser wunderbaren Videobeschreibung erlesen, denn ihr wollt sicherlich meine erste selbstgebaute Handpuppe sehen. Die Anleitung dazu habe ich von einem sehr geschätzten Puppenspielkollegen aus Amerika. Ich habe die Anleitung hier unten in der Videobeschreibung mit eingefügt. Klickt euch rein und habt den Mut, es nachzubauen. Ja, das Produkt dessen, was daraus entstanden ist, ist mein Freund Karl. Karl, kommst du mal hoch? Ja, das ist Karl. Karl ist ein Monster, wie man unschwer erkennen kann, mit sage und schreibe einem Auge und mit sage und schreibe zwei Händen, aber nur mit drei Fingern an der Hand. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Denn er hat sogar noch zwei Füße. Ich heb dich mal im Hochkarl, damit die Leute das besser sehen können. Achtung. Ja, genau. Hier könnt ihr die Beine sehen. Sind etwas komisch. Und sie sind an den Kopf angenäht. Und deswegen ist es ein sogenannter Kopffüßler. Für den ersten Entwurf reicht das. Ja. Und Karl? Ja? Ich freue mich echt, dass du so gut gelungen bist. Danke. Und vielleicht erlebe ich mit Karl noch ein paar Abenteuer, die ich dann hier bei YouTube reinstelle. Nichts verraten. Und ja, das war's eigentlich schon soweit von uns, ne? Ja. Sagen wir mal Tschüss, ne? Tschüss.